Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Ründchen von Feed and Grow Fish. Diesmal ohne Mods. Und das hat auch einen guten Grund. Ich habe einen neuen PC. Ja, es ist soweit. Endlich war es soweit. Ich habe mir einen neuen PC gegönnt. Leider gab es ein klitzekleines Problemchen mit meinen alten Speicherständen. Ich konnte sie nicht alle sichern. Manche waren einfach weg und bei manchen hat es einfach nicht geklappt, die mit rüberzuziehen. Unter anderem bei Feed and Grow Fish, weswegen alle meine silbernen Sterne jetzt weg sind. Und da habe ich mir gedacht, hey, der Neue, der kann sich doch gleich mal bewähren, indem wir uns unsere schönen Sterne wiederholen. Oder gesagt, ich mir meine schönen Sterne wiederhole. Aber nicht in Silber, nein, 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 sondern in Pure Gold! Ja, ich möchte es darauf anlegen. Ich möchte den Survival-Modus in Hart bewältigen. Und ich denke, heute beginnen wir einfach mal mit dem Swamp und mit dem Karpfen. Ja? Übrigens schon mal vorweg, das wird nicht alles am Stück geschehen. Ja? Sollten irgendwelche Updates in der Zwischenzeit sein oder Events, unter anderem das Halloween-Event, dann werden die zwischengeschoben. Ich werde die Goldsterne nicht am Stück hintereinander wegholen. Ja? Nur, dass ihr es schon mal wisst. So, Erklärbär ist jetzt vorbei. Wir legen los. Karpfen, du darfst sein. So, da bin ich. Schlüpfe mal her. Da bin ich. Wild, sei mir gegrüßt. Ui, bin ich schnell. Ich hab ganz vergessen, wie schnell die Kleinen sind. So. Und da gibt's schon was zu fressen. Wow, und eine böse Krabbe. Und eine böse Krabbe. Kannst du knicken, dass ich dort bleibe. Nein, nein, der Böse ist auch da. Der böse Muskelung ist auch da. Ach, ich muss hier ganz schnell weg. Ich muss hier ganz schnell weg. So. Ich muss bis Level 10 kommen. Kann ich euch was klauen? Mist. Ich kann euch nichts klauen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst einfach Bescheid, dass ich da bin. Da ist schon wieder Muskelhunger. Danke. Bin ich mir. Oh Mann. Muskelhunger ist weit verbreitet und äußerst aggressiv unterwegs. Ich muss hier mal weg. Gibt's hier irgendwas Kleines, was ich mir gönnen kann? Ja, hier sowas. Ach, ich knall aber dagegen und fresse. Der stellt sich doof an. Der stellt sich doof an. Ganz ehrlich, der stellt sich doof an. Der möchte absichtlich nichts fressen. Der möchte gefressen werden. Aber nein, das lassen wir nicht zu. Du wirst mal schön wachsen. Du wirst groß und fett. Und wirst meinen Goldstern besorgen. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen normal und hart ist. Ob ich hier schneller hungrig werde oder ob die Viecher aggressiver sind? Ich weiß es so genau eigentlich gar nicht. So. Flupp. Aber auf jeden Fall fressen wir erstmal hier so Kleinigkeiten und versuchen dadurch zu wachsen. Dass ich ein gewisses Level erreiche, weil der Karpfen hat ja zum Glück ganz viel Fleisch. Nein, das hat der Karpfen nicht, aber hier ist ganz viel Fleisch. Wenn ich das fressen kann, ohne gefressen zu werden, dann kann ich hier auch mal abhauen, denn ich habe gerade die Muskelunge gesehen. Die olle Drecksau. Aber ich bin schon ein Jungfisch. Der hockt da drüben. Ist er weg? Nein, der ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist direkt auf mich zugeschwommen. Kannst du knicken, dass ich hier bleibe? Da ist mir das Fleisch nicht so lecker. Nö, nö, nö. Ach. Mist, Muskelunge, alter Angeber. Und ich habe nicht genügend Energie und Schaden, um eine Krabbe zu erlegen. Aber muss Muskelunge dort hocken? Ja, Arowana geht ja noch. Da ist so eine Erbse, so ein Dragon Ball. Den gönne ich mir. Ja, friss ihn. Friss ihn und werd schön fett. Da ist noch ein Dragon Ball. Das Fleisch ist noch da. Muskelunge war dämlich. Muskelunge hat das Fleisch liegen lassen. Ach, mit dem werden wir wachsen. Zack. Zack. Zack.
Komm schon, friss es. Wenn wir den kleinen Fisch mitfressen, kriegen wir sogar noch mehr. Komm, Magen, beeil dich. Ich muss mich echt beeilen. Ja. Nein, lass den Kleinen das nicht alles fressen. Ich muss mich immer umgucken. Nicht, dass Muskellunge hier irgendwo hockt. So. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ach, ich habe ihn gebissen, das abgehauen. Feigling. Elender. Elender kleiner Feigling. So. Ja, er ist zu groß, als dass ich ihn ganzen fressen könnte. Aber ich kann mich hier auf die Jagd nach Dragon Balls machen. Wie etwa den hier. So. Ja, friss. Werd groß und kräftig. Oh, da ist noch ein Dragon Ball. Ja, ach, köstlich. So. Ja, jetzt sehe ich die Dragon Balls. Das ist sehr gut. Und hier hinten? Ja, hier ist noch ein Dragon Ball. Oh. So köstlich. Hallo, Frosch. Du siehst köstlich aus. Du siehst sehr köstlich aus, kleiner Frosch. Hab ich dich? Hab ich dich? Fress ich dich? Oh ja, das werde ich. Das werde ich. Ich werde dich fressen. Du bist sogar köstlich. Komm schon. Geh in meinen Mund rein. Flupp. So. Also, das ist mit dem Level. Das haben wir ja so ziemlich. Oh. Komm her. Knack. Njam, njam. Njam, njam. Njam, njam. Njam, njam. Noch ein Dragon Ball? Also mit den Dragon Balls ist es wirklich sehr einfach. Früher, wo der Karpfen diese Fähigkeit nicht hatte, war es echt schwierig, mit dem zu wachsen. Und wir hatten gerade ziemlich viel Glück mit dem ganzen Fleisch. Das hat es uns echt leid gemacht. So. Zack. Mal das kleine Viehzeug auch mal fressen. Auch mit kleinem Viehzeug. Na gut unterwegs. So. Ich möchte aber erstmal Level 10 erreichen. Ist einfach so, dann habe ich eine gewisse Größe, dass mich andere Viecher in Ruhe lassen. Außer wahrscheinlich Muskellunge, der mich immer noch lecker findet. Und Snakehead und was da alles noch so gibt. Aber so Piranhas oder sowas, wohl, ich glaube, die lassen mich eh von jeher in Ruhe, weil ich zu groß bin für die. Außer sie sind im Schwarm unterwegs. Aber so schlau sind die hoffentlich nicht im Hauptmodus. So, ich traue mich hier mal wieder raus. Das wird übrigens mein Nistplatz werden, das kann ich schon mal sagen. Ja. Halt, da war ein Dragon Ball, oder? Ja, da war ein Dragon Ball. Köstlicher Dragon Ball. Oh, und eine Fischgräte. Köstliche Fischgräte, ja, wer kennt's nicht, ne? Ah, wenn die der Kehle hält festhängen. Oh. Ah. Du umschwimmst mich. Als ich habe jemanden knuspern hören. So, den fresse ich mal eben. Hauche dein süßes Fleisch. Und diesen Dragon Ball. So. Ja. Hast Level 10. Könnte ja fast schon ableichen. Ah, nee, zum anderen gehe ich noch nicht. Hier war doch eigentlich auch noch Dragon Balls. Könnte mich entsinnen. Halt. Hey, hab ich geirrt. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Nein, nein, komm zurück. Du köstlicher kleiner Fisch, du. Lass dich fressen! Also, bisher, Schwierigkeitsgrad her, geht das sehr gut. So. Auch so ruhig. Das ist ein bisschen einschüchternd, dass es so ruhig ist. Aber okay. Wir lassen das mal zum Raum stehen. Es ist einfach ruhig. Es ist einfach ruhig. Wir müssen uns keine Sorge machen. Könntest du in mein Maul reinschwimmen? So. Zack. Zack.
Ja, ey, der frisst sich halt den Dragon Ball. Mit dem geht das eh viel schneller als mit dir. Ja. Ja. Jo, jo, jo. So. Den nehmen wir auch noch mit. Und den ja auch. Na komm, knack ihn. Knack ihn, Junge. Knack ihn. Oh, hier liegen so viele Dragon Balls. Scheint jetzt hier bald der Krache. Hey, wo wollen wir denn hin? Ich glaube, es hackt hier. Goldfisch, der nimmt mir einfach ein Stück meines Dragon Balls weg. Das ist ja furchtbar mit dem. Ja, bist du Bulma? Nein, nein, nein. Das sind alles meine Dragon Balls. Ach, ich kann ihn nicht im Ganzen fressen. Ich muss ihn immer noch attackieren. Zack. So, jetzt suchen wir uns mal einen anderen Karpfen. Ich weiß, wo Karpfen sind. So, aber um zu diesen Karpfen zu gelangen, muss ich leider durch das Gebiet von Muskellunge. Das ist noch eine olle Krabbe. So, hier ist ein Karpfen. Hey Baby, wie wär's mit uns beiden? Baby, komm schon. Na, kusch, kusch. Komm, lass uns schmusen. Na, dann eben wir beide. Hey, hey, bin ich so unattraktiv, dass ihr einfach wegschwimmen könnt? Nein, 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 nein. Komm, ich muss hier die ganze Zeit hämmern, aber meine Tastatur ist so laut, das hört man dann die ganze Zeit klickern. Komm schon. So. War da gerade ein Jäger? War da gerade ein Jäger? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass da gerade ein Jäger war. Ah, ich bleib einfach hier. So. Kleinzeug fressen. Krabben fressen? Krabben könnten gut Fleisch geben. Und sie sind zu schwach, um mich zu besiegen. Ich habe einfach zu viel Energie. Wir haben keine Schnitte. Ja. Lecker. Schmecker. In meinen Mund. Halt, was ist das für eine Musik? Ja, du auch. Komm schon. So. Komm schon, lass dich fressen. Ich brauche das alles für meine Kinder. So, ist hier noch ein Dragon Ball unterwegs? Ja. Hey, 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 ich bin werdende Mutter. Tja, der hat mir alles weggefressen. Ich bin werdende Mutter und der frisst mir hier einfach alles weg. Ego-Schwein. Absolutes Ego-Schwein. Na, warte. Das zahle ich dir irgendwann ein. Das kannst du wissen. Irgendwann verfüttere ich dich an Muskellunge. So, Arowana sollte mich eigentlich in Ruhe lassen. So. Ich muss hier ordentlich von diesen tollen Dragon Balls knuspern. Was machst du denn hier? Der Softsack war hier. Der wollte mich verputzen. Der Softsack wollte mich verputzen. Aber sowas von ekelhaft. Ich hoffe, er ist weg. Den kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. So. Aber ich bräuchte echt viel mehr Nahrung. Ich brauche viel mehr Nahrung. So, ist er weg? Ich hoffe, er ist weg. Oh, ein Dragon Ball. Ja. Ich will diese Musik. Muss mich umschauen. Oh, noch ein Dragon Ball. Ich muss immer was fressen. Mein Magen muss immer gefüllt sein, sonst... Genau, geht das nicht in die Eier oben über. Wo ich da rein tue, ich irgendeinen... Sag mal, diese Musik. Das ist ja grauenhaft. Oh, oh, Snakehead. Snakehead ist jetzt auch hier unterwegs. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Der Dicke ist da, Snakehead. Ich weiß nicht, wo Snakehead hin ist. Ich husch mal hier rein, in der Hoffnung, dass Snakehead mir nicht folgt. Oh boy.
Ja, Eier legen ist das Schwierigste, weil du brauchst gute Beute. Kleine Fische zum Fressen. Vor allem, du wächst ja derzeit nicht so wirklich, ne? Das ist ja das Problematische an der Sache. Du wächst ja nicht richtig. So, ist hier irgendwas zu fressen? Hier sind ein paar Dragon Balls. Komm schon, fülle dich, Magen, fülle dich. Wir haben nicht Ewigkeiten Zeit. Oh boy, oh boy, oh boy. Also ich weiß nicht, ob der Hard-Modus sich einfach nur dadurch unterscheidet, dass man schneller hungrig wird oder dass sich das langsamer füllt. Ich weiß es nicht so genau. Neo, komm her. Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann sind das Fische, die sich nicht fressen lassen wollen. Warum willst du dich nicht fressen lassen? Ja, der schwimmt an mir vorbei. Und dann hol ich mir halt die dicke Krabbe hier. Die dicke Krabbe wird sein. Kuss, komm. Nein. Komm her, komm her. Du wirst jetzt verputzt. Ach, Mist, ey. So. Meine Gesundheit sieht auch nicht so gut aus. Ist mir gerade mal aufgefallen. Also, dieses Herz. Aber, ach nee, das hat ja gar nichts mit meiner Gesundheit zu tun. Quatsch. Meine Gesundheit ist ja nur der Balken. Ich weiß gar nicht, was das Herz war. Das war, glaube ich, Regeneration oder sowas, ne? Wenn ich da mal Schaden nehme, wie gut ich regeneriere. Und sowas war das. Halt, Dragon Ball ist mir wichtiger als der Frosch. Bei Dragon Ball hast du schneller in der Schnute drin. So. Geht das auch mal ein bisschen in die Eier über? Das ist, ich weiß nicht, ob mein Fischleisch da oben sich wirklich, ob sich das richtig füllt. Ich habe da so meine Bedenken. Weil es ist immer noch ganz minimal Grauast. So. Dauernd leert sich mein Magen, aber es geschieht nicht so richtig was mit meinem Laich. Lass dich fressen. Lass dich einfach fressen. Gib auf, lass dich fressen. Es ist besser für uns beide. Ja, klar. Oder so ein kleiner Fisch kommt und frisst mir alles weg. Ich glaube, es hackt. Wo sind wir denn hier aufgewachsen? Den großen Fischen wird nichts weggefressen. Meine Güte. Ihr kleinen Bastard hier. What did you say? Oh, ich will jetzt Bastard bezeichnen. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie es da über mich gekommen ist. Ja, jetzt hat sich's gefüllt. So. Zack. Ich brauche viel mehr. Ich brauche mehr Dragon Balls. Und mehr Fischchen. Komm her. Lass dich fressen. Nee. Was, wo sind wir denn, dass hier die kleinen... Boah, oh, wartet. Euch zerbeiß ich jetzt. Das kannst du wissen. Euch zerbeiß ich jetzt. Ihr seid alle fällig. Was fällt euch ein, mein Fleisch anzuknabbern und mich zu attackieren? Nein, nein, du wirst gefressen. Das kannst du jetzt knicken. Oh oh. Ich habe einen großen Schatten da hinten gesehen. Ich habe einen großen Schatten da hinten gesehen und hau jetzt lieber mal ab. Der war unheimlich. Der war sehr unheimlich, nein, 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 das lassen wir mal. So, zack. Und die dicke Krabbe noch. So, ich hoffe, das geht jetzt voran. Komm her, lass dich fressen. So. So, gibt's hier noch einen kleinen Fisch oder einen Dragon Ball? Mal hier drüben, ob wir wieder Dragon Balls sind. Ja, da ist einer. So. Ah, ich bräuchte viel mehr. Ich bräuchte viel, viel mehr.
her, kleine Fischis. Die Dragon Balls, die stillen meinen Hunger gerade mal so, dass der Balken nicht komplett leer geht. So. Komm her. Lass dich fressen. So. Zack. Oh boy. Oh, die dicke Krabbe gar nicht mehr. Die gibt Fleisch. Krabben sind gute Beute. Die sind nicht so schnell. Kann ich in alle Himmelsrichtungen abhauen? Das ist eine gute Beute. Möchte ich echt mehr von. So. Zack, zack. Sind hier unten noch ein paar Krabben? Ja. Ich versuch's jetzt mit den Krabben. Ich versuche mein Glück mit den Krabben, dass ich über die genug für meine Eier bekomme. So. Ja. So, jetzt. Jetzt ist es soweit. Muss ich mir nur einen sicheren Ort suchen. Werde hier hinten ableichen. Und vorher noch diesen Piranha fressen. Weil er ist ein Jäger. Nein. Du wirst nicht hier bleiben. Du greifst meinen Leich an, das kann ich nicht zulassen. Meine Ausdauer ist aber so schlecht. Ach, würdest du ihn jetzt endlich fressen? So. Ah. Kluck, 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 kluck. Vor allem, das sind nur 4 Eier. Nee, halt, das sind mehr als genug. So. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass kein Jäger kommt und dass ich lang genug überlebe. Dragon Ball. Komm, ich brauche was für meinen Magen. So. Ihr müsst überleben. Ihr müsst überleben, ihr Kleinen. Nein, auch diese kleinen Schwarmdinger müssen gefressen werden. Kommt schon, kommt schon. Mami will ihre Jungen. Mami will ihre Jungen. Kommt endlich. Könnt ihr nicht mal anfangen mit Wackeln? Dann weiß ich, dass ihr gleich schlüpft. Ah, nein, sie wackeln noch nicht. Ich halte mich hier mit kleinen Vieh. Ah, ja. Goldstatus, meine Damen. Goldstatus. Ja, so geht das. Beste Mutter der Welt. Oh yeah. So, gut. Ja, damit haben wir es geschafft. Der erste Goldstern. Yay. Gut, ich würde an dieser Stelle hier aber mal beenden, die Kleinen aufwachsen zu sehen. Das müsst ihr nicht mehr sehen. Die werden groß, die werden mich vergessen, die werden ihre eigenen Wege gehen. Von mir können sie nicht gefressen werden. Das ist schon mal schön. Ne? An dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen. Wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.